Hallöchen, ihr Lieben. Jawohl. Wow. Du hättest da kommen sollen. Jawohl. Hallöchen, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Lang, lang ist es her, dass wir das nächste Mal aufgenommen haben. Gerade vorhin habe ich Gothic gemacht und jetzt da schubsen wir einfach mal eine Termite die Kluft runter. Gut. Ja. Der Coronavirus macht sich auch in Österreich bemerkbar und dadurch, dass ich jetzt sehr viel arbeiten muss, habe ich auch dementsprechend sehr wenig Zeit zum Aufnehmen. Jetzt kann ich nur ganz kleine Partmengen machen und auch nur an Tagen, wo ich auch mal frei habe. Ja, das war heftig. So ist es. Ja, das ist echt heftig. Ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft ausschaut, aber auf jeden Fall die nächsten eineinhalb, zwei Jahre wird es ein bisschen kritisch. So. Das heißt, sollte es mir nicht gelingen, am Wochenende mal 4 Parts hochzuladen, 4 verschiedene natürlich, dann tut es mir sehr, sehr leid. Aber ja, ich versuche mein Möglichstes. So. Zack. 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 Ich bin überhaupt froh, dass ich 4 Parts noch hochladen kann. Und wem? Na, willst du eingehen? Bitte? Ja, die ist noch nicht tot. Aber jetzt, oder? Auch nicht. Jetzt aber. Alter. Ich habe mich schon immer gefragt, wie diese Gebilde hier entstanden sind. Das stimmt, ja. Wahrscheinlich ist hier mal ein Sumpfgolem durchgelaufen. Und war betrunken wahrscheinlich, hat nicht gesehen, wo er langläuft. Und hat halt da mal ein bisschen Loch in die Wand geschlagen. Na? Kann ja mal passieren. Eine Blutwurzel. Ist ja nichts Schlechtes dran. Passiert halt mal. So, waren wir jetzt hier schon? Ich glaube, ne? Ja, das war die Mine. Okay. Ich bin jetzt einfach mal blindlings hier hingelaufen. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Tja, schauen wir mal. Logbook. Was haben wir denn da? Besuchsrecht. Dieser Dwunas. Die Wache vor dem großen Bauwerk der Magier lässt mich nicht hinein. Er sagt, ich bräuchte die Erlaubnis von General Magnus. Mhm. Altes Wissen. Eldrick, okay. Der Reaktor. Auf meiner Karte kann ich sehen, was ich zu tun habe. Erasmus hat den Gnom Kasim mit 2 Monolithensteinen zum Blitzmonolithen geschickt. Ja, genau. Habe ich da schon alle Monolithen fertig? Habe ich das schon geschafft? So wie es ausschaut, fehlt mir noch der da oben. Aha, deshalb wollte ich... Okay, passt schon. Ich wollte ja auf dem Weg dorthin. Alles klar. Gut, dann habe ich unbewusst sogar richtig den Weg eingeschlagen. Wunderbar. Ja, da kommen wir auch gleich ins Schwitzen. Gut, gut. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Jum. Jum. Schwumm. Zack. Au. Ey, was soll denn das? Ja, ja, ist schon gut. Boah. Es ist zu laut hier. Dann machen wir auch noch Platz. So, kann ich jetzt bitte kurz mal... Nein. Aber jetzt nachher dann. Au! Das war heftig. So, aber jetzt bitte. Fleisch auf Zeiten. So. Schlangenwurz. Wo ist der andere hingeflogen? Da oben? Nein. Mir geht ein Vogel ab. Waren da nicht 2? Komisch. Ich dachte, ich dürfte noch was looten. Muss ich mich grob vertan haben. Tatsächlich. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Weg ist er. Naja, dann halt nicht.
Da vorne haben wir noch eine Riesenkrabbe, die machen wir auch noch kaputt. Machen wir kaputt. Mehrere sogar. Oha. Die haben sich hier ein schönes Becken ausgesucht zum Baden. Bam, bam, bam. Ja, die Musik ist verdammt laut. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Audio. Umgebungslautstärke, Effekt, Musik, Stimme. Ist das so richtig? Auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich. Ich probiere es jetzt mal so, ne? Ach, irgendwie bleibt die so laut, die Kampfmusik. Es ist zu laut. Ja, und du auch noch. Ja, ich hätte auch gesagt. Schön. Das ärgert mich gerade. Warum ist die Kampfmusik so laut? Da hört man doch von meinen Figuren hier nichts mehr. Warte kurz. Das ist zu laut. Das ist zu laut. So, warte mal. Das ist zu laut. Kann man hier noch was ändern? Nein. Warte. Ach Gottchen. Das muss doch hier dabei sein. Gesamtlautstärke. Musiklautstärke hier. Ah, das ist schon besser. So. Noch eins runter. Das ist, glaube ich, schon besser. So. Wer ist hier derisch nebenbei? So. Ein Sandteufelchen. Aha, was haben wir hier? Ein Ungeheuer. Ein schieres. Kein Mucks mehr von sich. Ja. Da hast du recht. Okay. Das wäre jetzt mal speicherungswürdig, ne? Ja, bitte. Da vorne werden wir zuerst die Sandteufel ausmerzen. Und dann werden wir dieses riesengroße Viech da hinten noch umhauen. Was für ein Kampf! Zusammen schaffen wir das! Achso, ja. Das wäre ganz schön. Bam! Das war's mit dir! Oh oh. Oh oh. Ein Leviathan. Sehr gut. Okay, es ist doch noch immer sehr laut. Heldenkraut. Ui. Ein Teleporterstein. Wow, wow. Das ist zu laut. Nach wie vor. Hilfe. Da hört man ja nichts. So, ich hoffe, das ist jetzt besser. Herrschaftszeiten. Altes Wissen und ein Sandteufel-Dings. So, also Leuchtkugel, soll ich sagen. Die Viecher gibt es überall. Oh ja, da hast du recht. Hoppala, das war zu früh. Aber jetzt. Das war ein Kampf? Ja, theoretisch. So, jetzt schauen wir noch, ob es hier Muscheln gibt. Muscheln sind immer gern gesehen. So es ausschaut, aber nicht. Okay. Dann würde ich sagen, aktivieren wir unser Monolithchen, ne? Hier haben wir das schöne Loch. Nein, das hier. Und Stein einsetzen. Passt genau in die Fassung. Perfekt. Beeindruckendes Bauwerk. Oh yeah. So, da hätten wir das jetzt auch. Nochmal schnell die Runde gemacht. Ob ich auch nichts übersehen habe. Schaut okay aus. Schaut gut aus. Hier ist keine Truhe versteckt. Nope. Passt. Dann hätten wir die Quest jetzt auch theoretisch, ne? Die müsste jetzt auch fertig sein. Da hinten wäre es auch interessant, mal hinzukommen. Vielleicht, aber da sieht man bei den Wellen, dass man so nicht drüber schwimmen kann. Vielleicht geht es irgendwie anders.
So. Da wären wir jetzt fertig. Können wir jetzt zur Magierfestung theoretisch zurück, ne? Schauen wir mal. Da lucken wir mal. Schauen wir mal, was es da gibt. Lalala. Guten Tag, die Herrschaften. Nebenbei schlürfen wir gleich noch was. Wenn es irgendwo... Hey, warte mal. Ja? Bist du nicht... Ach, vergiss es. Rück schon raus mit der Sprache. Du bist doch der Typ, von dem sie hier alle reden, oder? Tun sie das? Ja, es heißt, du hättest was drauf. Dann kennst du dich doch auch mit den Gnomen aus, oder? Ja. Dein Aufgabenbereich sind die Gnome. Gnome können einen ganz schön auf Trab halten. Wie ist es für die Magier zu arbeiten? ja, fragen wir mal blöd nach. Dein Aufgabenbereich sind die Gnome? Ach, wenn es nur die Gnome wären. Es gibt ja auch noch meine Frau Paula. Mein Gott. Sie nervt mich ununterbrochen mit irgendwelchem unwichtigen Zeug. Mann, wie gemein. Putz das Haus, kümmere dich um das Ungeziefer, überall Ratten. Mach den Boden nicht dreckig, zieh deine Schuhe aus, mach Gefälle. Ich verstehe schon. Als hätte ich keine anderen Sorgen. Frauen. Genau. Boah, wie gemein. Wie gemein. Buh. 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 Zu meiner Verteidigung, mein Mann kocht gerne und freiwillig. Bin ich auch sehr glücklich damit, weil ich kann gar nicht so gut kochen wie er. Und er schmeckt wirklich immer sehr vorzüglich und er macht das wirklich gerne. Was das Aufräumen betrifft, da sind wir beide eher mehr so, ja, eher mehr einen letzten Abdrücker. Ja, es ist halt eine schwere Arbeit. Also... Ja, wenn sich die ersten Flecken auf dem Boden bilden und der Staub schon sichtbar ist, müssen wir halt mal putzen. Ja, aber die Paula übertreibt schon ein bisschen mit den Schuhen. Aber es ist verständlich, wenn man den Boden frisch geputzt hat, generell das Haus schön sauber gehalten hat und dann kommt einer rein mit dreckigen Stiefeln, da kommt man schon zum Weinen, das stimmt schon. Ja... Gnome können einen ganz schön auf Trab halten. Genau, da waren wir. Vielleicht sind sie auch Frauen. Gnome können einen ganz schön auf Trab halten. Ja, sie sehen alle gleich aus. Muss noch drei von denen ausfindig machen. Hab so eine Liste von Magnus bekommen. Ach, ich habe gar keine Zeit für die kleinen Scheißer. Boah, wie ist es für die Magier zu arbeiten? Wie ist es für die Magier zu arbeiten? Hier werden die Dinge richtig angepackt. Ah ja. Meine Frau und ich sind extra nach Taranis gezogen. Hier geht es uns gut. Zumindest haben wir hier unsere Ruhe. Aber wenn der Reaktor der Magier anspringt, geht uns schon die Muffe. Warum? Erzähl mir mehr darüber. Erzähl mir mehr über den Reaktor. Also mir ist das Ding unheimlich. Klar, die Magier wissen schon, was sie da tun, aber... Jetzt mal unter uns. Wenn uns das Ding mal um die Ohren fliegt, na dann gute Nacht. Gibt's einen Grund für deine Bedenken? Naja, die Magier sind doch auch nur Menschen und Menschen machen Fehler. Ein Fehler in deren Kalkulation und BUM! Macht ja nichts, haben wir's alle überstanden. Ich kümmere mich um die Gnome. Ich kümmere mich um die Gnome. Du würdest sie für mich finden? Freilich. Ja. Gut. Hier hast du die Liste von Magnus. Es geht um die Gnome Dakil, Faris und Gadi. Ich habe noch ein paar Notizen dazu geschrieben. Okay, wegen der Gnome. Wegen der Gnome. Ja. Wo soll ich anfangen zu suchen? Wo soll ich nach den Gnomen suchen? Nach meinen Informationen müsste einer hier im Lager sein. Einen solltest du am Hafen finden und einer arbeitet draußen in den Minen. Alles klar. So, also wir haben sie schon mal getroffen. Also, wegen Dakil. Ich habe Dakil getroffen. Er ist hier in der Lagermine. Gut zu wissen. Hier, dein Lohn. Ja, ich habe Faris getroffen. Ich habe Faris getroffen. Er ist in der guten Mine. Hervorragend, hier hast du deinen Lohn. Und Gadi haben wir auch. Ich habe Gadi getroffen. Er arbeitet für den Lagermeister Rumold unten am Hafen. Das freut mich zu hören. Ja? Ich habe jetzt alle Gnome bei dir gemeldet. Sehr gut, damit kann ich diese Liste schon mal zu den Akten legen. Hier, das hast du dir wirklich verdient. Danke, das war jetzt einfach. So könnte es öfter sein. Wer bist denn du? Dokel. Hallo? Und nochmal vielen Dank für alles. Ach der, ja klar, kein Problem. Die Kisten haben wir schon, passt.
Das ist jetzt schon mal flott gegangen. Das war eine schnelle Quest. Was ist mit du? Hartwig. Ich würde sagen, wir speichern kurz mal. Ja, bitte. Und, was ist mit dir? Hey, du! Ich weiß, wer du bist. Ach, ehrlich? Ja, du bist doch der, der vor kurzem hier vor Anker gegangen ist. Und ich weiß auch, was du willst. Und, was will ich? Na, unsere Kristalle. Und wenn du die Magie lernen willst, wirst du sie auch brauchen. Aber du musst sie dir verdienen. Also komm nicht auf die Idee, uns zu beklauen. Wie kann ich mir Kristalle verdienen? Wie kann ich mir Kristalle verdienen? Tja, ich würde sagen, du brauchst einen starken Arm. Lass mich raten. Dann fehlt mir nur noch eine Spitzhacke. Genau. Aber wenn du was riskieren willst, biete ich dir eine Wette an. Sprich weiter. Eine Runde Armdrücken gegen mich. Wenn du gewinnst, überlasse ich dir ein paar Kristalle. Na gut. Was willst du als Einsatz? Was willst du als Einsatz? Behalt dein Gold. Es reicht mir, dich zu besiegen. Wirklich? Weißt du was? Wenn du verlierst, lässt du eine Runde Grog für die Jungs springen. Was kostet mich das? Mit 300 Goldstücken bist du dabei. Boah. Und nur damit du es weißt, wenn du verlierst, war's das mit den Kristallen. Also, fordere mich in der Taverne nur heraus, wenn du wirklich das Zeug dazu hast. Ja, aber dann probieren. Erzähl mir was über dich. Erzähl mal was über dich. Ich bin ein Kämpfer. Ja? Ich habe nie was anderes gemacht. Erst für die Inquisition, jetzt für die Magier. Zusammen mit Frink, Magnus und den anderen bewache ich das Lager. Also, wenn du gegen die Regeln verstößt, werde es wohl ich sein, der dich verprügelt. Schön. Was sind die Regeln des Lagers? Was sind die Regeln des Lagers? Unterhalte dich mal mit Frink. Der wird sie dir schon beibringen. Okay. Du verstehst dein Handwerk. Du verstehst dein Handwerk? Ja. Ach, weißt du, irgendwann triffst du einen, der besser ist als du. Aber wenn du mich trainierst, wird das nicht so bald sein. Ha! Na, warum nicht? Na, Kampf ist meine Stärke. Mal sehen, ob ich dir noch was beibringen kann. Kannst du mir über die... Was kannst du mir über das Nahkämpfen beibringen? Was kannst du mir über den Nahkampf beibringen? Ja, genau. Was willst du wissen? Alles. Stichwaffen, Schwert, Hieb, da war nix. Ich will's wissen, aber ich kann dabei nicht, weil kostet mir zu viel. Was kannst du verkaufen? Was kannst du verkaufen? Seidenhemd. Schwarze Westen, das sind alles so Dinge. Schwarze Hose. Das ist nur mehr optisch zum Tauschen. Wir haben eigentlich schon High-End irgendwo, irgendwie. Nietenhose. Einschüchtern plus 5. Das wäre noch eine Geschichte. Was könnten wir verkaufen? Müssen wir es verkaufen? Wir haben 1000. Ah, das muss gut sein. Taschendiebstahl geht noch nicht. Da brauchen wir 120. Okay, servus. Das ist zu viel. Monolithenstein. Da müsste ich rein dürfen. Hallo Magnus. Um den Schattenlord im Westen braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen. Um den Schattenlord im Westen braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen. Warum das? Ist er wieder abgezogen? Nein, er ist erledigt. Warst du das etwa? Ich hatte damit zu tun. Du beeindruckst mich. Ein Problem weniger auf einer leider noch viel zu langen Liste. Wie auch immer, reife Leistung. Hier, wer unserer Sache dient, soll auch nicht leer ausgehen. Eine Sache noch wegen der Minen. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Die Mine im Westen ist wieder sicher. Die Mine im Westen ist wieder sicher. Aber du wirst wohl ein paar Männer entsenden müssen, wenn die Mine wieder Kristalle fördern soll. Gut. Ich werde Cox damit beauftragen, die Mine wieder in Betrieb zu nehmen. Danke für die Nachricht. Auch wenn sie nicht gerade erfreulich ist. Was wirst du machen? Die Nordmine wird wie erwartet liefern. Die Nordmine wird wie erwartet liefern. Gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich hatte kein gutes Gefühl, diesen Valamir mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu betrauen. Ich verstehe genau, was du meinst. Wenn du sagst, es läuft, dann will ich das mal glauben. Danke für die Nachricht. Ja, bitteschön. Ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Aha. Wo genau? In der Nähe des Hafens. Sie war voller Kobolde. Doch jetzt nicht mehr.
Ah, das ist großartig. Ich wusste, da unten ist noch etwas zu holen. Gut gemacht. Dann geh sofort zu Gadi, einem Gnom am Hafen, und erzähl ihm von der neuen Mine. Er soll die Mine in Beschlag nehmen. Je schneller, desto besser. Okay, eine Sache noch wegen den Minen. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Gadi, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neuen Minen. Genau, das wollte ich nämlich gerade, weil ich mich gerade gewundert, wann haben wir schon losgeschickt gehabt, ne? Also, passt. Gadi, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neue Mine. Mhm. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ja. Gut gemacht. Das wird uns bei unserer Sache immens weiterhelfen. Sehr gut. Jetzt hast du alle Berichte von den Minen. Jetzt hast du alle Berichte von den Minen. Ja, die einen erfreulich, die anderen eher weniger. Wie auch immer, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Mhm. Gute Arbeit. Mein erster Eindruck von dir war ja eher... Na, sagen wir, du hast durch deine Leistungen überzeugt. Welche Entlohnung wäre für deinen Dienst angemessen? Wie wäre es, wenn du mich zum Wächter ausbildest? Puh. Warte mal. Das speichere ich lieber. Ich habe immer ein bisschen Schiss, dass ich mich unabsichtlich einer Fraktion anschließe. Wie wäre es, wenn du mich zum Wächter ausbildest? Hm. Das ist eine Entscheidung, die gut überlegt sein will. Erstens, wenn du dich unserer Gemeinschaft anschließt, dann kannst du keiner anderen mehr beitreten. Zweitens, du musst deinem vorherigen Leben abschwören. Drittens, als Wächter gelten für dich die Regeln des Lagers, wenn du hier bist. Viertens, du musst einen Eid leisten, der dein Leben an unsere Ziele und Ideale bindet. Und fünftens, du wirst natürlich nicht sofort ein vollwertiger Wächter. Du fängst wie jeder andere erstmal als Kadett an. Fühlst du dich dazu bereit, den Eid der Wächter zu leisten? Verteidige mich, ich will ein Wächter werden. Na, noch nicht. Servus. Darf ich da jetzt rein? Ich bin ein Netter. Ich will da rein und wegen Monolithen und so, ne? Halt! Kein Schritt weiter! General Magnus hat mir die Erlaubnis erteilt, mit den Magiern zu sprechen. General Magnus hat mir die Erlaubnis erteilt, mit den Magiern zu sprechen. Ach ja? Und das soll ich dir jetzt glauben, ja? Muss ich erst den General hierher holen? Nee, lass nur. Ich glaube es dir auch so. Also von mir aus, geh rein, wenn du willst. Danke. Bist du zu jedem so freundlich? Bist du zu jedem hier so freundlich? Na, du bist ja nicht für die Sicherheit der Magier verantwortlich. Wenn irgendetwas schiefläuft oder fehlt, krieg ich einen auf den Sack. Und das für einen Hungerlohn. Ich sehe schon. Du stehst total hinter der Sache. Du machst das schon. Ich sehe schon, du stehst total hinter der Sache. Komm mir ja nicht blöd. Klar, ich dachte, als Wächter würde ich reich und bekannt werden. Könnte mich nach meinen Heldentaten in der Taverne feiern lassen. Stattdessen stehe ich hier rum und ab und zu kommt irgendein Typ vorbei und will sich mit mir messen. Wie sieht's aus mit einer Runde Armdrücken? Wie sieht's aus mit einer Runde Armdrücken? Das war klar. Hast du nichts anderes zu tun? Hast du etwa Angst? Im Moment nicht. Im Moment nicht. Aber wir drücken nur einmal. Und zwar um Gold. Und der Gewinner bekommt alles. Und ich sag dir gleich, ich bin immer nur bis mittags in der Taverne anzutreffen. Wenn du später gegen mich drücken willst, vergiss es. Dienst ist Dienst. Ist klar. Okay. Das hätten wir auch. Armdrücken, ganz interessant auch. So, dann gehen wir mal rein. Und der Stadt nochmal Bericht, ne? Erasmus, wegen den Monolithen. Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe alle Steine in die Monolithen eingesetzt. Ich habe alle Steine in die Monolithen eingesetzt. Den Erbauern sei Dank. Das hast du gut gemacht, Junge. Hier, nimm dies als Belohnung für deine Heldentaten. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Dankeschön. Was geschieht nun? Was geschieht nun? Wir müssen noch ein oder zwei Dinge prüfen, bevor wir es wagen können, den Reaktor zu starten. Komm am besten später noch einmal zu mir, wenn du beim großen Moment dabei sein willst. Und was soll ich in der Zwischenzeit tun? Solange Meister Zacharias beschäftigt ist, findest du vielleicht woanders Antworten. Bereise die Welt und erweitere dein Wissen. Und du solltest dich einer Gemeinschaft anschließen.
General Magnus kann ja etwas über die Wächter erzählen. So, ich, was wollte ich doch gleich? Wo ist denn... Ja, und du bist Lumbrock. Sieh an, sieh an. Ja? Was treibt dich zu mir? Das Wissen über die Magie? Nein, das wird jemand wie du nie begreifen. Danke. Was ist deine Aufgabe bei den Magiern? Was ist deine Aufgabe bei den Magiern? Ich kümmere mich um viele Dinge, die der gemeine Geist nicht zu fassen vermag. Mir allein ist es zu verdanken, dass unsere Kristallhandschuhe jedwede Erwartungen übertreffen. Dank der Handschuhe ist jeder Wächter in der Lage, die Magie zu bündeln, die wir Magier intuitiv wirken. Okay. Ich will den Umgang mit dem Kristallhandschuh lernen. Ich will den Umgang mit dem Kristallhandschuh lernen. Du? Nein, nur wer im Dienste der Magier steht, dem wird diese Ehre zuteil. Und solange du nicht von uns vereidigt worden bist, wird dir der Kristallhandschuh verwehrt bleiben. War so klar. Hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit für mich? Ich gehe nicht davon aus, dass du vorhast, unsere Ablage neu zu strukturieren, oder? Nein. Nein. Gut. Das können die Gnome sowieso besser als du. Danke. Eine Sache gäbe es allerdings. Das intensive Studium der Magie macht mich oftmals hungrig. Und mein Gaumen verlangt nach Kostbarkeiten aus aller Welt. Wenn du auf deinen Reisen einige Spezialitäten findest, würde ich sie dir nur allzu gern abnehmen. Und das wäre? Was deine Delikatessen angeht. Willst du etwas Bestimmtes auf dem Teller? Willst du etwas Bestimmtes auf dem Teller haben? Was ist denn das für eine Frage? Ein Gourmet wie ich hat immer erlesene Kost auf dem Porzellan. Ein exquisiter Käse, ein schmackhafter Schinken oder ein paar zarte Muscheln. So pflege ich zu speisen. Und als Krönung ein aromatischer Wein. Aha. Irgendeine Idee, wo ich das herkriegen soll? Irgendeine Idee, wo ich deine Spezialitäten auftreiben kann? Ich weiß, dass die Dämonenjäger auf Kalador einen köstlichen Schinken haben sollen. Und ich habe mal von einem Piraten gehört, der sich auf Alkohol ganz besonders verstanden hat. Bruce oder so ähnlich war sein Name. Was die Muscheln angeht, so siehst du dich am besten auf Antigua um. Und der Käse... Der Oberste unseres Ordens, Magus Zacharias, hatte vor kurzem einen ganz einzigartigen... Ich guck mal, wo ich das her... hoppala. Was deine Delikatessen angeht... Ich bin kurz verdrückt. Ich schau mal. Ich guck mal, was ich auftreiben kann. Sehr gut. Aber lass dir nicht einfallen, mir etwas Gewöhnliches aufzutischen. Ich will mich ja nicht übergeben müssen. Boah. Schau mal, was ich hab. Ich schau mal, was ich dabei habe. Einen schmackhaften Schinken. Einen aromatischen Wein. Ein paar zarte Muscheln. Ich glaube, da fehlt mir noch etwas. Sobald du alles beisammen hast, komm wieder. Ich möchte mir das Festmahl nicht entgehen lassen. Der Schinken fehlt. Okay. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Kristallnadeln, haufenweise Tränke. Ja, lass mal gut sein. Mir fehlt der zarte Schinken. Das heißt, das ist, war das nicht der Schweinebauer? Ich glaube, ne? Ich bohrt mich mal kurz. Borden kann ich ja nicht. Doch, zum Hafen und da muss ich segeln. So war das. Also ich speichere das jetzt mal. Ja, bitte. So. Dann geht's zum Hafen. Hier war der Hafen, glaube ich, ne? Ja. So, einmal zum Hafen. Dann segeln wir nach Caldera zu den Dämonenjägern. Yes. Oh. So. Zu den Dämonenjägern und dann... Schauen wir uns den Schinken an. Verdammt. Hoffentlich kriege ich den jetzt noch. Wie komme ich denn jetzt an... Hä? Hey, Mendoza? Du! Was geht's? Du willst doch nicht etwa so weitermachen, oder? Was meinst du? Na, dieses gutmütige Gehabe, diese menschenfreundliche Kacke, die du hier in den Tag legst. Du solltest das lassen. Das kaufe ich dir sowieso nicht ab.
Gut, dass ich nicht mehr riechen kann. Ich wette, ihr stinkt nach Fisch. Mein Gott. Okay. Ah, hier drüben war das gleich mit der... Ist das, oder? Täuscht mich das? Ist das unser Boot? Na, das ist hin... Hilfe. Ich möchte bitte auf unsere Schaluppe. Ah, hier war's. Da ist es ja. An Bord zu Galeere der Magier? Na, da will ich. Der Tod des verräterischen Schattenlords auf Taranis geht dann wohl auf dein Konto. Reife Leistung, mein Freund. Wenn's nach mir ginge, könnte es ruhig so weitergehen. Jawohl, Chef. Okay, dann würde ich sagen, das Steuer. Wir müssen nach... Kalador. Caldera, sage ich immer. Kalador, ne? Da, wo die... Genau, dunklen Krieger, also die Dämonenjäger sind, genau. Da müssen wir jetzt kurz hin. Und den Part muss ich auch beenden. Und dann schauen wir, dass wir den Schinken kriegen. Dann hätten wir die Quest nämlich auch fertig. Gut, ihr Lieben. Dann beenden wir den Part. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Jawohl. Ja. Je nachdem, wenn ihr das Video schauen tut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.